Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Wir sind heute schon in der Folge nach dem letzten Update. Ich habe es doch geschafft, die Folge heute schon zu bringen. Und es gab sehr, sehr viele Fixes, sehr, sehr viele Sachen, wo sie neu hinzugefügt haben. Unter anderem gibt es irgendwas Fahrbares. Das werden wir gucken. Ich weiß nicht, ob es Night V heißt, Night 5. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgend so ein fahrbares Gerät. Es gibt Lichter, es gibt Solarpanels. Es gibt ein Nachtsichtgerät, glaube ich. Und was ich gefunden habe, beziehungsweise gelesen habe, es gibt noch eine Höhle, in der man auch tauchen kann, in der wir schon mal waren. Aber vor irgendeinem Patch. Es kann sein, dass die Höhle schon mit dem letzten Patch reinkam. Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal hingelaufen. Und zwar, es war nicht weit weg. Also wir sind bei der Höhle oben hier rausgekommen gestern. Und ich bin einfach nur den Fluss runtergelaufen. Kelvin ist auch schon irgendwo da oben mit Sicherheit. Und Virginia kommt gerade und bringt mir... Was ist das? Aloe... Wie ich sie einfach nur aus dem Blickwinkel gesehen habe, ey. Glaub's ja nicht. Oh, jetzt hat's wieder... Immer wenn ich mit dem schieß, hängt... Oh, das war daneben. Entschuldigung. Manchmal, wenn ich mit der Schrotflinte schieße... Dann ruckelzuckelt das Spiel kurz. Und bitte nicht im Stein sterben, weil dann kriege ich keine Haut. Und Dankeschön. Virginia, gut, es war sehr gute Arbeit. Du hast sehr geholfen. Wie ich dann einfach nur im Fernglas gesehen habe. Oh Gott, kann ich die überhaupt mitnehmen? Ich weiß es nicht. Nee, wir sind so voll. Ich habe das vergessen. Wir sind voll alles. Könnte natürlich sowas anziehen, als ich hier drin Mutantenzeugs finde und könnte die da, aua, und könnte die da mitnehmen. Das wäre, glaube ich, schlau. Die hat Aloe Vera. Nicht dahin legen, wo... Ne. Dankeschön. Dankeschön. Hier sind zwei Kultisten. Mit einem Buch. Die Kultisten, die haben jetzt halt auch solche Blumenkränze auf oder um sich rum. Das wurde auch reingepatcht. Du, wir sehen fast gleich aus. Das Reich jenseits. The Realm Beyond. Have you lost all hope and happiness? Wer hat es geschrieben? Derek Seaside. Derek Seaside. Alles klar. Und ich würde sagen, wir gehen heute mal hier rein. Wir haben sowieso noch Winter und alles ist kalt und überhaupt. Wir gehen mal hier rein, weil hier kann man nämlich auch tauchen. Und da war ich noch nicht. Ich war zwar schon mal in der Höhle, deswegen ist sie auch auf. Ich war hier aber tatsächlich noch nie tauchen. Ich weiß gar nicht, was das, was da war. Ich glaube, sie war einfach zu. Da waren wir einfach mal so als Loothöhle drin. Benutzt den einfach mal, weil hier welche liegen. Ich will aber gerade noch mal hier oben gucken. Vielleicht finden wir ja schon was von den neuen Sachen. Aua. Waren wir gerade mit der Einhöhle fertig? Jetzt der Draht, den haben sie auch ein bisschen anders gemacht, oder? Weil ich glaube, den brauchst du jetzt zu diesen Solardingern. Ich weiß nicht, was in der Höhle ist und wo wir da rauskommen werden. Aui, aui, aui.
Aber dann gehen wir eben. Wir haben Winter. Was gibt es Besseres, als im Winter in eine Höhle tauchen zu gehen? Ich weiß nicht, ob ich es automatisch anziehe, aber ich ziehe es einfach mal an. Tragen. Alles klar. Ruhe. Ich hatte vorhin oben gespeichert. Ich hatte mir da ein Zelt hingemacht. Hallo? Irgendwie habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Es kommt mir so bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube, hier liegt ja nichts, oder? Irgendwo. Ich habe Angst, dass ich was verpasse, wenn ich hier einfach so durchschwimme. Deswegen gucke ich immer oben, unten, oben, unten, oben, unten. Oh, hier geht's raus. Vorsichtig sein. Hallo? Was? Warte, ich komme nicht raus. Ich muss leider nachladen, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wo ich hinrenne. Warte. Oh, das ist schwierig. Da war doch gerade. Hallo. Warte. Mir ist so kalt. Da war noch einer. Hier ist noch so ein Taucherdingens. Da war doch noch einer, oder? Der kommt bestimmt gleich wieder irgendwo aus dem Hinterhalt angesneakt. Da war doch noch einer, oder? Stimmt, die kann man jetzt tragen. Ich wollte eigentlich. Kann ich dich nicht mehr. Beuten. Die kannst du jetzt tatsächlich rumtragen. Ich weiß nicht, zu welchem Zweck. Vielleicht, dass du die irgendwo mit hinnehmen kannst, wenn du die unterwegs killst und du kannst keine Mutantenrüstung gerade mehr farmen, dass du die mit nach Hause tragen kannst. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ah, oder vielleicht, dass man die aus dem Wasser tragen kann, wenn man sie nicht häuten kann. Aber ich konnte ihn häuten. Oder vielleicht das. Das könnte auch möglich sein. Also es waren nur zwei. Ich weiß schon wieder gar nicht, welche Muni ich geladen habe. 29, 61. Hallo. Mir ist halt so kalt. Hier ist auch wieder was. Was ist das? Sollte das sein? Sonne? Die beten auf jeden Fall. Beten sie was an? Oh, hier geht's doch wieder abwärts. Ich komme nie wieder zurück. Hui! Hilfe. Oh Gott, geht es tief. Aui. Oh, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist ein weiterer Eingang. Das ist ein weiterer Eingang. Oh mein Gott, jetzt schließt sich alles zusammen. Es schließt sich alles zusammen. Das ist ein weiterer Eingang. Es gibt mehr wie zwei Eingänge. Jetzt schließt sich mein Bild. Wir waren in der letzten oder vorletzten Folge, waren wir hier, wo ich gesagt habe, hier kann man Rinder schwimmen, hier waren diese Wessen. Hier kann man Rinder schwimmen, hier komme ich aber nicht hoch und hier kam ich nicht runter in den letzten Folgen. Wisst ihr noch? Oh mein Gott, jetzt erschließt sich alles. Wir sind in der Höhle, sie hat mehr wie zwei Ein-Ausgänge, aber hier müsste jetzt halt alles... Solarpanel. Schon allein deswegen hat es sich hingelohnt, hier nochmal runterzukommen. Oh, hier ist Muni. Es hat sich super gelohnt, hier nochmal herzukommen. So,
So, ich muss aber jetzt gucken, wo es wieder rausgeht. Ja, ich weiß. Mir kommt diese Höhle bekannt vor. Hier sind auch nochmal Batterien. Sehr gut. Noch ein Panel. Wie geil. Warte mal. Hör auf. Nicht nett. Und ich glaube, in diesem Residential-Bunker, wo wir... Night Vision Goggle. Oh mein Gott. Du. Ich. Ah. Oh. Das ist cool. Okay, wenn du nicht gerade in so einem Licht bist, dann ist es... Oh, das ist cool. Also wenn du nicht gerade irgendwie in so einem Licht stehst, wo du dann nichts mehr siehst, ist das Nachtsichtgerät super geil. Man sieht so viel. Also, mit viel meine ich, wenn es dunkel ist. Das ist geil. Okay. Aber ich will trotzdem kurz meine Taschenlampe haben. Hier geht's dann weiter. Ich will noch kurz hier in den Koffer gucken. Okay. Ich weiß gerade nicht, welchen Ausgang wir rausgehen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier dürfte ja fast nichts mehr sein. Eventuell spawnen noch ein paar Kreaturen nach, die... sagst die... Wie heißen sie? Die Dämonen werden auf jeden Fall nachspawnen, denke ich mal. Weil die halt immer wieder kamen. Nur ich weiß gerade nicht mehr... Die Höhle war so verwirrend. Das kommt mir alles so bekannt vor, irgendwie aber auch... Ja, doch. Also es kommt mir bekannt vor, aber nicht so bekannt, beziehungsweise ich habe vergessen, wo ich hin muss. Wir laufen einfach mal irgendeinen Weg entlang und hoffen, dass wir irgendwo rauskommen. Vielleicht kommen wir ja. Meint ihr, ich schaffe es? Nee, ich schaffe es bestimmt nicht. Das wäre so cool, aber wir sind ja runtergerutscht. Oder sind wir... Nee, wir kommen bestimmt nicht oben beim See raus. Weil das wäre nämlich voll cool. Weil... Nee, wir sind doch... Oh Gott, mein Hirn. Kommen wir da oben raus, wenn ich jetzt halt hier entlang gehe? Weil da oben ist nämlich dieser Wohnbunker. Wo ich noch mal reinschauen wollte. Ich habe gehört, dass es da irgendwie was Neues eventuell geben sollte oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Vielleicht auch nur irgendwie ein Zettel oder eine Mail oder... keine Ahnung, was es Neues geben könnte. Aber wir können da ja noch mal reingucken, nur weiß ich nicht... Ich laufe bestimmt schon ein paar Mal im Kreis. Ja. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Hier war ich nämlich schon. Dann laufen wir jetzt mal den anderen Weg. Dann müssen wir leider hochrutschen. Also nicht hochrutschen, hochlaufen. Dann, wenn wir hier bei den Platten sind, laufen wir mal den anderen Weg. So.
So. Hier ging's runter. Das ist doch noch mal interessant. Warte! Ich musste nachladen, du Stumpel! Oh nein, Baby. Baby will ich jetzt nicht. Ja, hier war wieder dieser Typ. Wo ist er hingefallen? Hier. Das Ding ist, die Höhle, die ihr in den letzten Folgen gesehen habt, die habe ich am 2.4. aufgenommen. Das ist für mich schon wieder eine sehr lange Zeit. Du hast nichts mehr Neues, ne? Nö. Das ist für mich schon wieder eine sehr lange Zeit, in der ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss, weil ich mir gedacht habe, ja, in die Höhle muss ich eh nicht mehr gehen. Dann kann ich wieder vergessen, wo ich hin muss. Nein, kann ich nicht. Aber wir tauchen einfach mal hier. Irgendwo werden wir rauskommen. Es führt mit Sicherheit irgendwo hin. War nicht hier das mit der Rüstung und hier kommt dann das Seil zum Klettern? War das nicht hier? Also ich muss sagen, in solchen Wohnbunkern finde ich mich auf jeden Fall besser zurecht wie in solchen Höhlen. Und ja, ich weiß, ich könnte Fackeln an die Wände machen, aber ich wollte hier ja eigentlich gar nicht so lange drin bleiben. Beziehungsweise will ich hier gar nicht drin bleiben. Ich wollte einfach nur kurz runter gucken, was das für eine Höhle ist und wieder rausgehen. Aber das mitten rausgehen, das gestaltet sich als schwierig. Ah ja, ich weiß, wo ich bin. Okay, Bianca, jetzt musst du vorsichtig sein, warte. Lade erstmal wieder nach. Hier kommen deine Monsterfreunde. Ich könnte sie auch mit dem Kreuz wegmachen. Aber das ist lustiger. Ich muss jetzt aber leider noch mal gucken, ob sie hier auch was Neues hingemacht haben. Und das ist schlimm, weil wir können ja gleich immer wieder diese Dinger kommen. Wir rennen einfach mal kurz. YOLO! Hallo, 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 hallo. Nee, hier ist nichts, ne? Zumindest sehe ich nichts. Ich muss mir meine Night Vision irgendwie auf eine Taste legen oder. Nee, es geht, glaube ich, mit Licht, ne? Mit L oder so. Na, ich bin weg. Ciao. Tschüssi. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah ja, dann haben wir noch einen Eingang. Das ist ja super. Okay, dann weiß ich schon mal, dass die im Zusammenhängen. Das ist super. Und der beim großen See drüben. Und die beiden hier. Sehr geil. Und wir müssen dann gar nicht so weit laufen, weil das ist nämlich jetzt der Ausgang, bei dem wir beim letzten Mal rauskamen. Blöde ist aber, ich weiß nicht, entweder mache ich eine kurze Blende, weil ich möchte, wenn ich schon mal hier bin, in diesem Eck, möchte ich eigentlich gerne nochmal zu dem Bunker. Aber der Weg dahin, der ist ein ganzes Stück. Ich glaube, ich mache eine Blende, bis ich da bin und dann gucken wir da heute noch mal gemeinsam rein. Weil es ist ja an sich einfach nur durch den Schnee rüberlaufen. Hier dürfte nichts mehr sein, da habe ich alles weggemacht. So leer waren die Höhlen noch nie. Aber wir haben Solarpanels schon mal gefunden, zwei Stück. Ich weiß nicht, wie viele man mitnehmen kann. Und jedes Spiel, in das solche Solarsachen hat oder
irgendwas, was man verkabeln muss mit irgendwelchen technischen Sachen. Und da habe ich mal ein bisschen Magenschmerzen, weil ich manchmal ein bisschen schwer von Begriff bin. Aber ich bin einfach guter Dinge, dass ich es hinbekommen werde diesmal. Es wurde ja schon ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Und ich hoffe einfach, ich kriege das hin. Aber müssen wir diese... Wir müssen doch die Lichter bestimmt auch finden. Die kannst du ja nicht einfach so herstellen, vermutlich. Also würde ich jetzt meinen. Von daher müssen wir wahrscheinlich auch ein paar Zelte abklappern. Hallo. Dum, da, da, dum, da, da. Aua. Ist ganz schön weit oben. Night Vision Goggles. Freue mich ja irgendwie auch auf dieses kleine, ich nenne es mal Motorrad. Ist kein Motorrad, ist einfach nur so ein kleines, ich weiß gar nicht, was das ist. Also so ein Mini-Ding. Ich habe es schon gesehen auf Fotos, aber ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich auch gehört habe, dass das überall stecken bleibt, wenn du nicht eine gerade Fläche hast, eine ebene Fläche. Dass es an Steinen und Stöcken und keine Ahnung hängen bleibt. Wir gucken einfach mal. Hier ging es doch wieder irgendwie so komisch runter. Oder? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Rutschparty! Ui, ui, ui. Autschi. Autschi, autschi. Autschi, 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 autschi. Hallo? Ich will einfach nur raus. Aber ich hänge. Ich hänge. Im Hanging. Wo mussten wir denn entlang? Wir kamen von hier. Right. Righty, righty. Hier können wir nicht raus. Wir müssen da hinten hin, oder? Was, war da gerade eine Kritzelei? Nee. Das sah gerade so komisch aus. Wutz, wutz, wutz. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele Batterien. Batteries are very low. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Das ist ja cool. Habe ich da gerade jemanden gesehen? Ich dachte, ich hätte hier jemanden gesehen. Nee, anscheinend nicht. Die Höhle, die ist echt riesig. Ich habe zwar in den letzten Folgen gesagt, dass sie kleiner war, aber auch nur, weil wir gut durchkamen, weil wir die Schrot hatten. Aber so vom Ding her, ich meine, die ist ja, du hast ja gesehen, wie riesig sie war. Die ist ja über das Gebiet vom Schnee da gegangen. Also an sich ist es schon riesig, du hast aber einfach viel Gehwege ein. Jetzt ist die Frage, muss ich hier runter? Das ist doch wieder ein Weg, wo man... Nee, da muss ich... Ist hier der Ausgang? Ich weiß, ich musste wo tauchen. Oh no, ich sehe nichts. Wenn ich irgendwo einen alten Stuhl sehe, dann ist es der Ausgang. Hui. Hui. Ja, ist er. Sehr gut.
Wir haben sogar hier noch unsere Plane. Sehr, sehr schön. Warte. Ich kann alles nur mitnehmen. Ich habe aber Hunger. Wir könnten solche Dosen mal essen. Also nicht in Dosen essen. Katzenfutter essen. Weil dann können wir auch hier wieder ein paar mitnehmen. Und ich habe sowieso Hunger. Ja, kannst du mal noch eine essen. Muss mal gucken, wie spät wir es eigentlich haben. Nacht. Könnten wir eigentlich schlafen? Warte, ich sehe nichts. Night Vision Goggles? Warte. Ist immer das, ich muss die auf eine. Ich müsste die eigentlich auf eine Taste legen, aber ich habe keine Taste mehr frei. Es ist auf jeden Fall, wenn man keine Lampe hat, besser als ohne. So, warte mal, schlafen. Ich hätte eigentlich nach dem Schlafen essen sollen. Dann essen wir sowas. Wir hätten auch einen Ramen essen können. Hätten wir auch. Davon habe ich eben mehr als genug. Das ist perfekt. Dann speichere ich mal kurz. So, wieder da. Es gibt ja jetzt halt auch maximale Spielstandanzahl, ne? Also Speicherstandanzahl. Finde ich okay mit der Begründung wegen Synchronisation und so weiter. Ich habe aber gerne immer in einem neuen Spielstand gespeichert. Ich überlege gerade, ob ich das da mitnehme, weil ich habe eigentlich kein Zelt mehr gerade. Ich glaube, ich nehme das mal hier mit. Und trotzdem, ich wollte es eigentlich hier lassen, aber ich nehme es trotzdem mit. Aber ich verstehe natürlich, warum sie es gemacht haben. So, jetzt muss ich gucken. Nimm mal das da weg. Ich habe mein Tauchhückengerät noch. So, pass mal auf. Wir müssten eigentlich... Was war das für ein Bunker eigentlich? Ein Bunker C, oder? Nee, war das B? C war auf dem Golfplatz, ne? Und das war B. Und da war... Das war in diesem komischen... Nee, und das war... Doch, das war... Ja, doch. Das war B. Wir müssten eigentlich hier komplett rüber. Und hier sieht man schon, wie riesig in die Höhle war. Also da, wo Kelvin jetzt ist bei der Höhle, die Höhle, wo wir jetzt sind. Und die Höhle in da oben bei diesem Riesensee. Die drei sind verbunden. Ich würde tatsächlich mal sagen, ich... Obwohl, wir haben jetzt halt 28 Minuten. Ich würde fast sagen, wir laufen da jetzt halt so gemeinsam in die Richtung noch ein bisschen. Also ich würde gerne hier so rumlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was zum Schneegebiet gehört und was nicht. Aber wir können ja hier so ein bisschen hochlaufen, weil dann würde ich in der nächsten Folge gerne nochmal kurz in diesen Bunker schauen wollen. Und dann können wir in der nächsten Folge heimlaufen. Und vielleicht finden wir auf dem Hinweg, beziehungsweise Heimweg, finden wir dieses kleine Moped. Ich nenne es jetzt ja Moped. Aua. Heißt es eigentlich Night V oder Night 5? Also Night 5. Ist ja nur ein V, ne? Und das mit den Solardingern müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Aber da fehlt uns halt noch. Also ich muss mal gucken. Gab es neue Rezepte auch. Es gab auch sehr viele Fixes. Ich glaube, die hat auch nicht so ganz funktioniert. Die hatte ich aber noch nicht.
Hier steht was über das Zeug. Paneele, Draht, Lampe. Die muss man auf so ein Ding machen. Wahrscheinlich ein Dach oder Rampe. Dann musst du mit einem Draht irgendwie dahin, wo du die Lampe hinmachen willst. Und dann musst du die Lampe hinhängen. Okay. Sieht nicht so schwer aus. Und ich meine, wir haben ja echt super viel Draht. Okay, das kriege ich hin. Ich glaube, das kriege ich hin. Feuerholz, Zelt. Okay, das hatten wir schon. Sehr gut. Doch, das könnte ich hinkriegen. Und brauchen wir halt nur noch diese Lichter. Komme ich da hoch? Wir testen es mal. Wir können da hochlaufen. Ich glaube, wir müssen dann wieder mit dem Schlitten runter. Oh, hallo. Das ist so gefährlich. Aber hier geht so eine Furche hoch. Oh, das hat es gerade irgendwie gehangen. Hier geht es zumindest irgendwie hoch. Soll das so? Vielleicht soll man hier hoch? Wer weiß. Oh, sieht es schön aus. Ich bin nass. Warte mal. Wir müssen hier hin. Wenn ich hier runterstürze. Du kannst auch, glaube ich, stolpern. Und wenn du da ein bisschen zu weit unten aufkommst, hast du dir gleich ein Bein gebrochen. Bei welchem Spiel war das? Da hat man doch auch, wenn man irgendwie komisch runtergelaufen ist, hat man sich immer ein Bein gestoßen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war. Hier ist unser Gleiterfreund. Den können wir uns ja merken. Und gibt es da was in den Kisten? Wir haben sie. Bedeutet, wenn wir irgendwann mal daheim sind, gibt's Licht. Es werde Licht. Den lassen wir einfach mal da. Den merke ich mir. Vielleicht kommen wir wieder daher. Mal gucken. Wir haben das Licht gefunden. Sehr geil. Kann ich es irgendwie hochhalten? Nein. Cool. Freue mich. Wir können Licht machen. Wir haben zumindest schon mal zwei, glaube ich, ne? Hier wird wieder nur so normales Zeug drin sein. Was immer drin ist. Also wir haben echt viel Draht. Ich kann schon gar keinen mehr mitnehmen. Aber jetzt hat der Draht auch wenigstens mal eine Funktion, außer nur für so ein paar Sachen da zu sein, ne? Das finde ich cool. Aber dann würde ich sagen, ich laufe jetzt einmal den Weg noch hier rüber. Mal gucken, ob ich heile ankomme. Und dann hole ich euch in der nächsten Folge wieder mit dazu, wenn wir drüben sind. Wir wollen da zu diesem Blinkebling, zu diesem grünen Signal nochmal hingucken. Da waren wir schon vor ein paar Folgen. Das war das mit der Cutscene von Timmy und seinem Vater.
ehemals wir. Und mal gucken, ob es da was Neues gibt. Eigentlich müssen wir die ganzen, zumindest diese Wohnbunker und so, nochmal durchgucken, ob da was Neues gibt, weil da kommen ja immer wieder, oh mein Gott, sieht das schön aus, da kommen ja immer wieder neue Sachen hinzu. Ich werde mal gucken, ich werde mal überlegen. Ich meine, durch unseren Bunker können wir ja ziemlich leicht gehen, also der, wo bei uns in der Nähe ist. Und durch die anderen reinschauen können wir ja mal. Ich meine, wir kommen ja da dann ziemlich leicht durch eigentlich. Wir haben ja so gut wie alles schon weggemacht. Das sollte ja nicht mehr so viel sein, beziehungsweise nichts mehr, wenn nichts nachgespawnt ist. Aber mal gucken. Dann Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls man sich bis dahin nicht mehr hört, wie auch immer, wünsche ich euch schöne Ostern, schöne Feiertage. Wenn ihr arbeiten müsst, dann auf jeden Fall eine ruhige Schicht. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der morgigen Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.